Bin ja bei MSQ 23. Ich bin bei MSQ 27. Also gar nicht mal so weit von dir weg, ne? Gar nicht mal so weit von dir weg. Wir sind dicht an dicht. Ich will auf, ja. Ja gut, ich mache aber auch jeden kleinen Scheiß. Egal wie dicht du bist, Goethe war dicht. Ja, ist halt so, ne? Ist halt so. Ah da. Ach ja, hier gibt es jetzt auch die Quests. Ich bin Irel. Was führt dich hierher? Ah. Joanne macht sich Sorgen um uns. Wie lieb von ihr. Du kannst dir ausrichten, dass wir gesund und munter sind. Allerdings haben wir tatsächlich ein Problem. Aus der Grube ist plötzlich ein Schwarm schwirrender Stechmücken hervorgeboren. Seither machen uns die Biester das Leben schwer und behindern unsere Forschungsarbeit. Kannst du hier in der Nähe der Grube nach den Biestern suchen und alle erschlagen, die du findest? Das treibt die anderen vielleicht zurück in die Tiefe, wo sie hingehören. Ah, eine Abenteurerin. Sag, hast du Erfahrung bei der Jagd auf alte Artefakte? Ich suche hier nach Zeugnissen einer vergangenen Zivilisation. Doch angesichts der Größe der Anlage stehe ich vor einer gewaltigen Aufgabe. Ich vermute, dass wir uns hier inmitten der Überreste eines alten Wohngebietes der unterirdischen Stadt Gilmora befinden. Doch mir fehlen handfeste Beweise, meine Theorie zu untermauern. Kriegen wir hin. Ich sammle gern Schrott für andere. Rein theoretisch, wenn ich nicht so viel Kram mit oder nicht so viel Zeit mit Nebenquests verschwenden würde, wäre ich auch schneller. Aber ich habe ja gesagt, ich lasse mir Zeit. Diesmal lasse ich mir mega viel Zeit. Wie gesagt, ich habe ja jetzt auch schon Weißmagier und Bard auf 50, Fische auf 57, da muss ich mittlerweile aufpassen. Also, er darf nicht mehr großartig steigen. Er kann jetzt nämlich ganz leicht über 70 kommen. Wäre jetzt nicht ganz so ideal. Weil dann hocke ich da. Und Routinebonus. Achso. Ein bisschen mehr reich, mit Stufe 80 dort immer Routine, ja. Ja, das will ich natürlich für alle Klassen mitnehmen, ne? Kommen wir denn da sonst hin? Leckt mir doch! Und Säckle. Die nicht vorhandenen. Und nimm das Tongefäß, das Schmutzige. Whoop. Und. Whoop. Fertig. Da ist noch ein Tongefäß. Da ist noch ein Tongefäß, wo auch immer das da hinkommt. Und da ist noch ein Tongefäß. Da bist du ja schon wieder. Und bist du fündig geworden? Ich hoffe, du bist bei deiner Suche behutsam vorgegangen. Die Artefakte sind hunderte von Jahren alt. Naja, nun ist es auch zu spät. Zeig her, was du gefunden hast. Ja, wie ich vermutet hatte, dies sind eindeutig Überbleibsel von Essgeschirr, das in Gelmora verwendet wurde. Die markante Form und Verzierung lassen keinen Zweifel aufkommen. Meine Arbeit hier ist noch lange nicht erledigt, aber dank dir bin ich ein ganzes Stück weiter.
Mein großer Traum ist es, eines Tages diesen Ruinen wieder Leben einzuhauchen. Und als sie das und sie als Heimat für vertriebene Dunkelalben zu restaurieren. In Gridania gelten wir als Vagabunden und Banditen. Aber wenn wir erst wieder eine feste Bleibe und einen bescheidenen Wohnstand unser eigen nennen können, dann sind wir zum Überleben auch nicht mehr auf Diebstahl und Ähnliches angewiesen. Dann wird sich alles ändern, sagte er in seinem na naiven Leichtsinn. Vielen Dank, in seinem jugendlichen Leichtsinn, das wollte ich sagen. Vielen Dank. Hoffentlich können wir nun ungestört weiterarbeiten. Wir erforschen die Ruinen um Isumhar, die ein Teil der antiken unterirdischen Stadt Gamorra sind. Und schon Totorak freigeschaltet. Ich bin sofort. Ich müsste ja mittlerweile. Doch, mit 27 komme ich rein. Für Dunkelalben wie uns bietet das eine einmalige Gelegenheit, mehr über unsere Vorfahren zu erfahren. Einst lebten sie hier tief unter der Erde in Gelmorra. Nach der ganzen Aufregung haben wir aber erst einmal ein bisschen Erholung verdient, würde ich sagen. Bitte überbringen Joen unseren Gruß und sag ihr, dass es uns gut geht und wir uns auf ihre Gastfreundschaft freuen. Besonders mein Bruder kann es kaum erwarten, sie wiederzusehen. Also wenn du willst, ich kann gern mitkommen. Ich habe hier jetzt mein Pikenier, mit dem kann ich jetzt wunderbar mit rein. Den ist er jetzt zwar gleich auch wieder ein paar Level drüber. Aber egal. Das passt. Lieber ein paar Level drüber als gar keine Level. Wie gesagt, hier habe ich ja fast alles weggequestet. Huch. Das war sinnvoll. Achso, warte. Okay, gut. Wunderbar. Nicht, dass das jetzt. Dann machen wir das mal kurz. Yay. 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 Miau. 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 Totorak. Hier. Und ab hier, kleinen ekelhaften Milben.
kleine Dreckslosti. Ich bin ja schon still. Weißt du, war nicht. Huch. Okay. Level up. Ja, 28. Wunderbar. Würde dann gleich mit dem Abgeben dann noch grenzwertig sein. Ich habe das Gefühl, das hängt schon für mich. Ich glaube auch. Vielleicht hatte Angst, dass du es nicht hinkriegst, weil du nach einem Neuling aussiehst. Nächstes Level ab. Das war die 29. Es ist teilweise echt beängstigend, wie schnell man levelt. Mit dem Routine-Bonus.
wir haben es gleich geschafft. Kriegt doch bestimmt noch die 30. Mir diese Lade und seine Mods. Ja, ist so, ne? Immer diese Lalas. Tada. 30. Oh, eine offene Rolle. Oh mein Gott, ich hab bald eine Not. Ich hab die Notrolle gekriegt. Entschuldigung. Okay. Juhu, jetzt kriege ich meine Stechmucke. Danke für die gute Nachricht. Es hätte mich sehr betrübt, wenn einem den beiden etwas zugestoßen wäre. Anstatt zu heilen, im Mode der Welt. Wie ist das bloß? Ja, ne? Wirklich. Ich kenne den auch nicht. Komischer Lala. Ihr Bruder? Was interessiert mich, ihr Bruder? Ich kenne ihn doch kaum. Okay. Oder das hier einfach noch? Habe ich hier noch irgendwas? Ja, da hinten. Hilfe. Ey, ja, so niesen. Boah. Zuckt direkt das Auge wieder. Ach, das wäre da oben, okay. Ja. Hi. Lena Lala. Okay. Ah. Gesundheit, danke schön. Oh. 1:31 noch. Ja, Mensch. Passt doch. Vielleicht schaffe ich es bis dahin ja noch mal ein bisschen Story zu machen. Wobei, nee, jetzt müsste ich ja rein theoretisch meine Klassenquest machen. Ich glaube, ich komme nicht mehr zur Story. Ich glaube, wir machen keine Story mehr. Wir machen nur noch Nebenquests. An unser Lebensende machen wir nur noch Nebenquests. Achso. Ach komm.
Ja, wir sammeln fleißig Punkte. Also, das mache ich gleich. White Witch, I come. Juhu. Gut, den White Witch habe ich ja schon. Ich habe schon Barde und White Witch. Ich müsste jetzt halt eigentlich den Dragoon machen, ne? Aber. Ja. Yeah. Ich habe heute einen einzigen Satz gelesen, der zur Hauptstory gehörte. Einen. Ich weiß doch nicht. Ich bin gerade am Hin und Her überlegen. Ich werde jetzt gleich Hauptstory machen. Aber dann mache ich die Klassenquest wieder nicht. Und den Hauko mit fast ohne Fähigkeit. Ah, Bodentank. Ja, ich werde die Klassenquest machen jetzt. Dann kommt halt Story die nächsten Tage wieder dran. Aber zumindest, dass ich zum Dragoon werde. Ich bin gerade bei Klassenquest 15. Hast du die Opfergaben dargebracht? Der Baumschrat, dem du diese Ehre erwiesen hast, war nicht immer welk. Im Zuge der Katastrophe erlebte der Wald verheerende Veränderungen und der Baumschrat verlor alle Lebenskraft und verkümmerte. Für Abenteurer mögen Baumschrate lediglich baumartige Monster sein. Aber viele von uns verehren diese Kreaturen als Wächter des Waldes. Wenn immer ein neues Leid den Wald befällt, bringen wir den Baumschraten Opfergaben dar und beten für ihr Wohlergehen. Der Schutz ist bitter nötig. Niemals zuvor gab es in diesem Land so viele Wilderer, Goblins und dergleichen. Jo, der haben wir das erledigt. Die Giftvorräte sind zerstört, sagst du? Hervorragend, ganz große Klasse. Das wird die Quirken davon abhalten, irgendeinen Blödsinn zu machen. Würde ich den Horst leiten, hätte ich die Quirken schon längst am höchsten Baum aufgeknüpft. Aber Buskorn meint, jeder Kampf würde uns nur neuen Groll und Ärger einbringen. So langsam begreife ich, dass er recht haben könnte. Prävention ist besser als Vergeltung. Juhu, bis auf da hinten und unten die Freibriefe habe ich es hier. Fein. Wirklich fein. Jo. Das heißt, nach Gridania zurück. Können wir 30er-Quest machen. Und dann können wir beim nächsten Mal beruhigt Story machen. Der große Spaß geht dann weiter, wenn die nächste Klasse anfängt. Ich weiß halt immer noch nicht, ob in Ulda oder in Limsa. Ich weiß es noch nicht. Adaria, du kommst zur rechten Zeit. Ich brauche dringend deine Hilfe. Du erinnerst dich sicher an diesen Unruhestifter Volkmar oder wie auch immer der. Wie Duft ihn vorhin immer genannt hat. Ich glaube, Volker hat er ihn genannt. Der deine letzte Prüfung gestört hat. Gerade eben war er wieder hier, um unsere Gilde aufs Übelste zu beschimpfen. Einem jungen Pekinier platzt daraufhin der Kragen. Er verlangt von Volker Genugtuung. Nun sind beide in den Ostwald gegangen, um sich dort zu duellieren. Ich hätte diese Torheit unterbinden müssen, doch damit hätte ich die Ehre unseres Pekiniers weiter untergraben. Wir können nur dafür sorgen, dass er nicht getötet wird. Wer weiß, was Volker im Schilde führt. Ich setze den Namen jetzt über Volker ein, okay? Leider kann ich meine Pflichten hier nicht vernachlässigen. Deshalb bitte ich dich, das Duell zu beaufsichtigen und im Notfall einzuschreiten. Natürlich. Ja, einmal dahin bitte.
steht Volker. So treffen wir uns wieder. Ja. Natürlich, wie könntest du auch deinen Gönner vergessen, der die wahre Bedeutung von Mut offenbart hat? Wichtig ist nur, dass du den Stein der Resolution aus dem Geisterkerker geborgen hast. Ich habe mich nicht in dir getäuscht. Du bist anders als die Feiglinge der Gilde. Du hast das Zeug zu einer echten Pikinierin. In deiner Brust schlägt ein wahrhaft mutiges Herz. Es giert nach Herausforderungen, an denen es erstarken kann. Und das so ist auch, denn dafür stelle ich dir eine Aufgabe. Ob du willst oder nicht, dir bleibt keine Wahl. Solltest du dich verweigern, kann ich nicht für das Wohl deines Freundes hier garantieren. Bei unserer letzten Zusammenkunft sagte ich dir, dass eine Pikinierin nur im Angesicht großer Gefahr wahren Mut entwickeln kann. Selbstverständlich ist das nicht im Kampf gegen gewöhnliche Monster möglich. Deshalb habe ich mir erlaubt, würdige Gegner für dich auszuwählen. Nimm diese alchemistische Tinktur und gieße sie über die Wurzeln des großen Baumes davon. Nur ein paar Jahre südlich von hier. Das wird den Zorn eines Wesens erregen, das du im Kampf besiegen musst. Wow. Ist doch jetzt wahrscheinlich eh schon mega schwach. Wow, ein Erzürn Dulme. Wow, das hat jetzt rausgehauen. Du hast die erzürnte Ulme also besiegt. Gratulation. Dadurch hast du deinen Mut weiter gefestigt. Ich kann nicht mehr sitzen. Ja. Damit kommen wir umgehend zu deiner nächsten Prüfung, bei der du gegen mehrere Feinde bestehen musst. Geh zum Muckelsturm im tiefen Wald und lege dich dort auf die Lauer. Zu dieser Jahreszeit ziehen dort regelmäßig blutdürstige Wölfe vorbei. Warte auf die Meute und das Schlage ihr Leittier, den Alpha-Wolf. Ich werde den Kampf beobachten und dir im Falle des Falles Anweisung geben. Mogi-Stubben, tiefer Wald. Hühn. Hilfe. Jo. Aber bevor ich zum Mogi-Stubben gehe, mache ich noch einmal eine Pause. Welche eigentlich die letzte? Wir haben dann noch eine Stunde 20. Jo.